Genau, mal da weiter buddeln, ich will wissen, was da ist. Hier war nämlich gar nichts drin. Hier ist jetzt nur ein großer Raum, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ein Troll wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Euer Dungeon ist in ernster Gefahr. Die Geschöpfe sind sauer, weil sie nicht Murmeln spielen können. Sowas muss jetzt auch noch kommen, oder wie? Oh, ein Zauber, der die Stimmung all meiner Geschöpfe hebt. Ja. Den hätte ich vielleicht früher mal gebrauchen können. Ah, wenigstens kriege ich jetzt Gold rein, dass ich gleich mal zu meinem Dungeon-Herz rüberbringen kann. Ich frage mich, wo es da lang gehen soll, hinter der Tür. Können wir ja nachgucken, sobald wir den... Ich bin froh, dass dieses Heldenportal ruhig geblieben ist. Das wundert mich irgendwie, für was sie das dann da hingestellt haben, wenn da nichts rauskommt. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Du? Genau. Mal sehen, was haben wir hier. Alle Geschöpfe heilt alle Geschöpfe und heilt alle Geschöpfe. Wahrscheinlich das andere ist auch nochmal Stufe höher. Gut, dann scheint hier ja nicht wirklich was Interessantes zu sein. Der braucht Geld, dann holt ihr Geld. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Und... Na, nicht gerade den Level 4er. Ich brauche etwas höherleveligeres. Nein. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Level 5, Level 5. Habe ich nicht noch auch einen 6er? Ja, da habe ich einen 6er. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Jupp. Ich will mal sehen, wo geht's da lang. Okay, ich kann jetzt Horny zweimal hintereinander rufen bei meinen... Okay, noch zwei magische Gegenstände. Da geht's nicht lang. Und da ist auch nichts mehr. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann soll er was essen gehen. Ich guck mich jetzt hier erstmal um. Lass meine Ebens alles befestigen von mir aus. Beiß mich mal hier durch. Na, mit dem Feuerball mache ich, glaube ich, nichts an der Tür. Deswegen beiß ich sie kaputt. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie viel Leben sie noch hat. So, sehr schön. Und hier haben wir... nichts. Nichts. Hier ist wirklich nichts. Gut. Hätten wir das schon mal geklärt. Okay. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann bringe ich dich mal zum Essen. Und ich musste ja was sagen über das Heldenportal. Hey, egal. Also hier ist nur ein riesiger Lavasee. Da drüben ist noch Gold. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Zu den beiden Gegenständen baue ich mich noch hin. So. Was ist das? Geschöpfe eine Stufe höher. Ich sehe, ihr habt einen magischen und heilt alle Geschöpfe. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Brauche ich alles mal auf. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Eure Geschöpfe wurden geheilt.
Oh je. Das sieht übel aus. Okay, aber jetzt können wir... Ihr braucht einen Kerker, um Orni rufen. Sicher zu verwahren. So. Dann kann er das Ganze mal zu Ende bringen. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Jackpot. Oh Gott, nicht schon wieder ein Jackpot. Aber wenigstens ist hier alles tot. Ah gut, wenn meine Hühnerfarm langsam zu klein wird, ist doch hier ein guter Platz für eine neue. Sie sind eh da in der Nähe am Trainieren, also... Ja, hau sie alle um, Horny. Oh, die Laune unberechenbar. Und wenn er weg ist, hole ich ihn gleich nochmal, weil Mana habe ich ja genug. Ich finde das so toll mit dem Horny. Im ersten Teil war es ja so, dass man ihn erst haben konnte, wenn man den Tempel hatte. Und dann bestimmte Sachen opfern musste. Und dann war er halt nicht so ein übelst heftiges Vieh, was alles weggenatzt hat, sondern einfach nur eine normale Kreatur. Aber hier ist er ja saumäßig stark. Und er hat... Mutige und abgrundtief böse Darbietung, mein Freund. Aber es kommt noch besser, wenn Horny zu uns stößt und die ehrfurchtgebietende Macht seiner Sense und seines skrupellosen Mordes zu demonstrieren. Ja, jetzt walzt einfach die Kanone platt und holt sich noch den Stein. Und wir haben die Mission beendet. Juhu, würde ich mal sagen. Die Arena bietet gründliche Ausbildung und spannende, brutale Unterhaltung. Ah, die Arena können wir jetzt als nächstes... Ach! Hm. Langen und bösartigen Existenz habe ich noch niemals einen schöneren Anblick gesehen als Horny im Blutrausch. Mit eurem Verstand und seiner Brutalität werden bald alle vor uns knien und um Gnade winseln. Ja, das werden sie, weil Horny ist übermächtig, wie man gesehen hat. Der ist da einfach nach zweimal Rufen in diese Festung reingelatscht und hat alle getötet. Den Lord inklusive. Okay, wir haben einen Haufen Spezialobjekte gefunden, aber zwei haben wir schon wieder übersehen. Aber egal. Ah ja. Wieder zurück zur Karte. Großartige Neuigkeiten, Keeper. Nachdem er von Nemesis Plan eines Bündnisses mit den Schwarzen Engeln erfahren hat, hat der König sofort seinen drei Söhnen befohlen, Carrion aufzulauern und ihn zu vernichten. Die Prinzen haben gut gekämpft. Und obwohl Carrion noch immer atmet, hat er doch von seinem finsteren Vorhaben abgelassen. Wir haben also etwas mehr Zeit als zuvor. Okay. Herzogtum Fluxenberg. Die Stimmung in diesem wunderschönen Land wird von Gerüchten über einen Aufstand finsterer Kräfte getrübt. Wenn ihr rechtzeitig kommt, könnt ihr die Ringführer für eure Sache gewinnen. Sie werden euch helfen, Großherzog Volker zu besiegen und seinen Portaljuwel zu erbeuten.
Ah, sehr schön. Also, dieses Mal haben wir wirklich zwei Missionen zur Auswahl. Also gucken wir mal, was wir hier haben. Zu Sobere? spät, Keeper. Die Invasion wurde schon im Keim erstickt. Und diejenigen, die sich auf den Thron setzen wollten, sitzen nun im Kerker. Wenn ihr sie allerdings von ihren Ketten befreien würdet, bin ich sicher, dass sie euch helfen würden, ihren und euren Feind zu vernichten. Das sieht so aus, als ob wir hier gegen Engel kämpfen müssen und die schwarzen Ritter befreien. Okay, es steht hier Feen, aber die sehen mehr aus wie Engel als wie Feen. Und die andere Variante? Die Invasion hat noch nicht begonnen. Und Großherzog Volker glaubt, hinter den Mauern seines Schlosses sei er sicher vor jedem Angriff. Sowohl er selbst als auch sein Portaljuwel sind gut bewacht. Also sorgt dafür, dass eure Armee stark und gut ausgerüstet ist, bevor ihr an seine Haustür klopft. Die Mission klingt ein bisschen besser als die andere, weil hier scheint der Angriff noch nicht in die Hose gegangen zu sein und wir scheinen die schwarzen Ritter anders zu bekommen, als sie aus den Käfigen zu holen. Also. Meine Kundschafter berichten von einem Aufstand des Bösen in eurem Reich. Unterbindet ihn sofort. Hört gut zu. Man erzählt sich, es würden sich Geschöpfe für einen finsteren Kreuzzug sammeln. Führt sie zum Ruhm. Arena. Okay, zuerst sollten wir uns zu dem Portal da oben vorgraben, aber zuerst, wie immer, die Infrastruktur. Hier ist ein großer Bereich. Groß genug für eine große Hühnerfarm. Farm. Und direkt daran Schlafsaal. Hier ist ein kleinerer Bereich, der eignet sich dann doch großartig für eine kleine Werkstatt. Und einen zusätzlichen Ebene. Hier oben können wir eine Bibliothek hinbauen. Und dann gucken wir mal. Wir können jetzt die Arena bauen. Arena. Dieser Ort ist ein Amphitheater, in dem eure Geschöpfe ihre Beherrschung der Kampfkunst beweisen können. Der Sieger verbessert seine Kampffertigkeiten auf eine höhere Stufe. Okay, das hier sind Feen. Zoomen wir mal was näher ran. So viel zum Thema Engel. Das sind wirklich Feen. Naja, ich dachte mir, wenn es schon schwarze Engel gibt, muss es ja auch nicht schwarze Engel geben. Oder so ähnlich. Schlafraum, Hühnerfarm. Die können wir hier noch etwas größer machen. Und hier den Schlafraum. Dann können wir hier durchbuddeln. An das Gold ran, was wir eh brauchen. Und hier an das Gold ran. Sowieso überall an das Gold ran. Und dann können wir uns nach und nach ausbreiten. Oh, wobei das hier nicht so gut aussieht. Hoffentlich mache ich keinen Fehler mit hier so gierig durchzupullen, deswegen lasse ich das gerade mal. Sollen wir lieber das Gold hier so. Ich glaube nicht, dass das groß genug ist für eine Werkstatt. Eher für eine Schatzkammer. Dafür eher. Werkstatt können wir dann hier irgendwo dran setzen. Hier zum Beispiel.